Hallo Eishockey-Freunde, herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal und heute möchte ich mit euch einmal über die torreichsten Spiele der Saison 2019-2020 drüber gucken. Und Kriterium, um in dieses Video zu kommen, sind 10 Tore oder mehr. Und wir gucken einfach mal drüber. Gleich am ersten Spieltag gab es ein Spiel mit 14 Toren. Schwenning gegen Ingolstadt am ersten Spieltag 4-10. Gucken wir einmal kurz rein. So, weiter geht's dann. Am 5. Spieltag hier hatten wir Ingolstadt gegen Red Bull München 4-7. Auch hier gucken wir einmal kurz drauf. So, am Spieltag 12, unser drittes Spiel mit 10 oder mehr Toren, Mannheim gegen Augsburg. Das Spiel ist am Ende 8-3 ausgegangen, auch hier gucken wir einmal kurz einfach mal rein. Spieltag 15, weiter geht es mit einem bayerischen Derby, Straubing gegen Augsburg, 7-3 das Endergebnis, genau 10 Tore und auch hier gucken wir nochmal rein auf die Tore. So, jetzt haben wir nochmal ein Nachholspiel von Spieltag 10. Mannheim gegen Iserlohn. 5-7, ein total verrücktes Comeback. Gucken wir auch hier einmal kurz, was Iserlohn noch in den letzten Minuten geschafft hat. Und weiter geht es mit Spieltag 19, Krefeld gegen Augsburg, 7-4 der Endstand. Gucken wir auch hier nochmal drauf.
So, und weiter geht es mit Spieltag 20. Und hier haben wir sogar gleich zwei Spiele, die 10 Tore oder mehr hatten. Mannheim gegen Berlin 7:3 und Düsseldorf gegen Ingolstadt 6:5. Und auch hier gucken wir natürlich nochmal kurz auf die Highlights. Letzt, zumindest für dieses Video, ich werde zwei Teile daraus machen, weil sonst wird das einfach zu viel. Zumindest für dieses Video das letzte, Ingolstadt gegen München, wieder bayerisches Derby, wieder Ingolstadt, ziemlich häufig mit da drin, 6:4 am 21. Spieltag. Und auch hier gucken wir nochmal über die Highlights. So, und dann sage ich wie immer Dankeschön fürs Zuschauen. Es wird auf jeden Fall noch ein Part 2 geben, weil es gab insgesamt 19 Spiele mit 10 oder mehr Toren und das waren bis jetzt erst 10. Gut, bis dann, ciao.